Do you want to kill me? Was? Schon wieder? Das kannst du nicht fragen, Lina. Wirklich? Oh mein Gott! Guten Abend, meine Freunde. Heute ist ein 3-Nacht-Video. Einige von euch haben sich dies auch gewünscht. Und deshalb bekommt ihr es auch. Und zwar haben wir uns vorgenommen, dass wir heute das Ouija-Board testen, also erneut testen. Vorab, wir sind alleine zu Hause, es ist sehr, sehr spät und sie macht immer irgendwelche Rituale hier in diesem Zimmer und beendet diese Sitzungen nie. Und die auch was mit spirituellen Sachen zu tun haben, ihr wisst, dass man solche Sitzungen eigentlich immer beenden muss, da sonst die Seelen oder was auch immer noch immer hier bleibt. Also ich habe Fragen, die ich heute auf jeden Fall stellen möchte. Ich hoffe, ich bekomme meine Antworten in diesem Video. Mal schauen, wohin das Ganze führt. Also Leute, ich habe früher Rituale gemacht. Ich empfehle niemandem, solche Rituale zu machen. Mir fällt auch erst im Nachhinein auf, dass ich mich nicht verabschiedet habe. Ich weiß jetzt nicht, ob es schlimm ist oder nicht, aber ich glaube schon. Weil jetzt, es gab halt mehrere Nächte, wo ich nicht schlafen kann, beziehungsweise auch nicht schlafen konnte. Es sind Sachen mit dem Engel passiert, allgemein komische Sachen. Ah, ein bisschen was auch für creepy ist. Und die letzten Tage, ich schlafe ein und ich stehe um 5 Uhr morgens auf. Das passiert mir immer nach solchen Videos. Finden wir mal heraus, wer hier ist und wie viele hier sind. Nee, erstmal würde ich fragen, ob jemand in diesem Raum ist. Kurze Frage an dich. Wie viele Rituale hast du gemacht? Wie viele verschiedene Rituale? 9. Neun? Hey, das ist nicht viel. Verschiedene? Ja. Yeah. Auch mit Feuer und Gläser und so. Achso, und ich habe mal was von dir benutzt. Ein Glas. Ich habe es wieder in dein Zimmer zurückgelegt. Digga, Anja, zieh mich nicht in dein Ritual mit rein, Alter. Ist jemand da? Ist somebody here in the room? Wie, da kommt you, Alter. Ich finde, du bist so dran, Alter. Du bist dran, weil du die Frage gestellt hast. I don't like you. Also, ich frage, wie jemand da ist. Das erste, was ich zu hören bekomme, ist I don't like you. Es mag dich nicht. Es ist sign of your dead, I don't... Gott, was war das? Warning, say goodbye to... Was? Warum sollen wir jetzt schon goodbye sein? Mach mal! Mach mal, goodbye! Warte, das wollte ich direkt das Sale aufhören, irgendwelche Fragen zu stellen. Das war total genervt, total gestresst und hatte einfach gar keine Lust auf irgendwelche Menschen. Warte, der Stammgreim als Seite deines Vaters mag ich dich nicht oder so stand da. Was? Ja, da oben stand es. Is here somebody in the room? Also ich habe gefragt, ob jemand im Raum ist. Oh Leute, das ist... Ey, ich schwöre, das hört jetzt gar nicht gut, Leute. Leave the... Oh mein Gott. Leave the room. Nein. No. Also ganz kurz. Nein. Warte doch kurz. What happened if we... Du bist so... Warum hast du No gesagt? Also die Gestalt will... Oh nein, er macht wieder irgendwas. Die Gestalt will, dass ich mein eigenes Zimmer verlasse. Also ich fasse mal ganz kurz zusammen, Leute, für euch. Das ist jetzt die zweite Runde, sage ich mal. Wo wir... einen neuen Versuch machen mit dieser Gestalt, mit diesem Wesen. Es ist wieder aggressiv, es ist wieder wütend, es möchte uns nicht in meinem eigenen Zimmer haben. Es möchte sogar, dass ich mein eigenes Zimmer verlasse, dass ich mein eigenes Zimmer verlasse. Der stand leave the room, also verlasse den Raum. Ja, genau. Und dann hat Zena no gesagt, also nein. Und dann stand da bad idea, also schlechte Idee, dass ich nicht mein eigenes Zimmer verlasse. Okay. Dass du dein Zimmer nicht verlassen willst, ja, ist eine schlechte Idee. Oh Gott, das fängt so schrecklich an. Ja, vor allem nochmal, nicht mehr was Gutes. Ich frage jetzt die Gestalt, ob sie böse ist. Frag sowas nie. Are you bad? Oder sagt irgendwas. Was? Zwei. Yes. Ja. Years. Da gibt's noch was. Er sagt, also bis jetzt steht er zwei Jahre. Years. Ey, ach, 2 Jahre alt? 2 Jahre davor. 2 years ago. Also er steht 2 Jahre davor. Das, was meint er damit? Ich weiß nicht. Also der hat jetzt gesagt, 2 Jahre davor. Frag mal, was er meint. Ich habe gefragt, ob er böse ist. Und er meinte 2 Jahre davor. Du hast die Frage gar nicht gestellt. Warte, hast du nicht vor 2 Jahren mit deinen Ritualen begonnen? Habe ich mir auch gedacht, gell? Ich schwöre, habe ich mir auch gedacht. Ja, ungefähr.
Are you a ghost? Oh mein Gott, es ist kein Geist. Ich frage, ob es eine Seele ist. Eine verlorene Seele. Ich frage jetzt, ob es nein, eine verlorene Seele ist. Nein, frag, ob der ein Dämon ist. Wenn es keine Seele ist, ist es ein Dämon. I'm a fellow? Was ist ein fellow? Are you a lost soul? Du fragst, ob es eine verlorene Seele ist, dann kommt sowas. Da steht jetzt time for some fun. How old are you? G? Hä, du hast nicht mal was gefragt. Hä, das ist voll creepy. G, E, G. Oh nein. Ich hab's gehört, das kommt Get Out. Ich wusste, das ist Get Out. Oh nein. Er hat gesagt, wir sollen rausgehen, Leute. What is your name? C, oh Gott. Gary. Okay, ich frage mal, ob das ein Dämon ist. Are you a demon? Nein. Oh Gott sei Dank. Frag, ob jemand außer sie auch noch da ist. Is somebody else here? Yes. Okay, also sie hat ja jetzt gefragt, ob hier jemand anderes ist. Und sie hat mit yes geantwortet. Also ja. Das heißt, sie ist nicht die Einzige, die hier ist. Hier, die ja, hier frag, ist. Wie viele hier da sind. How many persons are here? Mhm. Nicht persons. How many Geister, souls are here? 2. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 2 Stück? Ich dachte gerade, es wäre eine zweistellige Zahl schon. Oh, da dachte ich auch, ich habe schon Eierflattern bekommen. What are you? Emily. Carrie und Emily. Die 2. Er fragt, ob es dich nachts beobachtet. Was? Ich frage sowas ganz sicher nicht, Alter. Do you watch me in the night? Nein. No, oh, danke schön. Do you want to kill me? Was? Bitte nicht, bitte nicht. Warte, schon wieder. Das kannst du nicht fragen, Alina. Make it stop kommt, glaube ich, wieder, Leute. Ey, ne. Nein! Maybe? Maybe? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also, diese Gestalt möchte mich später vielleicht... Du kannst das doch nicht fragen, Alina! Ich dachte, die sagt nein! Oh mein Gott, ich komme da irgendwie nicht drauf. Ich schwöre, später vielleicht. Where are you? Du sagst nicht behind you. Ich schwöre, Leute, das wäre echt zu viel. Oh mein Gott. C? C? Chair! Stuhl! Auf dem Oh mein Gott, auf dem Stuhl, der gerade vor uns steht. Und Leute, jedes Mal, wenn ich schlafen gehe, ich drehe jedes Mal meinen Stuhl um, weil ich mir damals schon vor mehreren Jahren auf YouTube gezeigt worden ist, okay, ein Geist beobachtet dich im Schlaf, wenn der Stuhl auf dich gerichtet ist. Die wissen alle schon Bescheid davon. Alter. Digga, die hat gesagt, dass sie jetzt auf dem Stuhl sitzt. Do you have something to do with the angel? Jetzt interessiert es mich wirklich. Yes. Also sie hat etwas mit dem Engel zu tun. Are you here because of the rituals? Oh, das ist so krass, Leute. Yes! Oh mein Gott. Ich hab dir gesagt, in der Rituale mach nicht alles gut, Alter. Are you a scary demon? Als ob sie ein gruseliger Dämon ist. So, das kannst du nicht fragen, Lina. Ich glaube, du... Warte, sie... Yes! Oh ich glaube, Alina hat das Regelbuch nicht gelesen für solche... Warte mal, das heißt, du hast den Dämon beschwört. Oh ich glaube, Alina hat das Regelbuch nicht gelesen. Du darfst niemals solche Fragen stellen. Warum? Weil die Fragenantworten immer ja sind. Das verunsichert mich ehrlich gesagt schon, weil Leute, bei Annabelle, die Story von Annabelle ist ja auch echt auf wahrer Begebenheit. Und da war es ja auch so... Warte, was? Ja. Wir haben das darüber mein Video gedreht, in Ernst? Ja. Bei Annabelle war es ja so, dass... Ja, warte, deswegen ist sie doch eingesperrt und dann ist sie doch entflohen oder so. Ja. Eine Puppe. Ja. Bei Annabelle war es ja so, dass auch ein Dämon in der Puppe drinnen war, sich als eine, ja,
als eine Seele ausgegeben hat oder so, die irgendwie anscheinend verstorben wäre oder so. Aber in echt wollten diese Dämonen Zugriff auf meinen Körper haben. Und das macht mir gerade mies Angst. Vor allem, weil die Story real ist. Aber frag mal, ob die mit Valak was zu tun hat. Frag mal, do you have something to do with Valak? Nein. No. Warum, wer ist das? Frag mal, ob sie Valak ist. Wer ist es? Frag doch frag. Mal. Valak ist der Dämon. Was? So heißt es. Warum sagst du mir das jetzt? Ey, bitte frag du, ich trau mich nicht. Nein, frag du, ich trau mich nicht. Frag, ob die... Are you Valak? Los, weg. Ja, oh, das ist schwer, Leute. Da kam ein Jahr raus. Boah, das ist krass. Was weiß ich? Ey, ist grad schon mies gruselig, Alter, was du gerade gefragt hast. Alter, ich habe so kranke Angst vor Puppen, das glaubt ihr mir gar nicht. Annabelle ist, Alter, ich schwöre, ich komme gerade darauf wieder nicht klar. Annabelle ist einer der krassesten Stories. Das ist die krasseste Story. Das ist die krasseste, ja, die krasseste Story, die ich gehört habe. Ich glaube, ich habe den Film aber wusstest du, dass Chucky die Mörderpuppe auch ein bisschen auf wahrer Begebenheit basiert? Was? Ja. Das habe ich nicht mitbekommen. Doch, weil, nicht zu 100%, aber zurück zu Annabelle. Ich finde es so krass, vor allem am Anfang. Weil das stimmt fast alles, ja. Die Stories. Bei Annabelle. Ja, das stimmt wirklich fast alles. Da war es ja halt so, dass sich auch die Puppe wirklich, also, die hat sich von Orten bewegt zu Orten. Ich habe so einen, war dann plötzlich von dort zu dort oder hat auf einen Zettel sogar Help Me geschrieben, Leute. Leute, gibt's einen Zettel? Und die hat sich immer so getarnt, als wäre die gut. Ja, Leute, sie hat sich ausgegeben als eine Seele, die halt verstorben ist, als eine Kinderseele, glaube ich, habe ich damals gehört, glaube ich. Ich weiß nicht, Kinderseele oder nicht, aber auf jeden Fall als eine gute Seele. Und dann haben die diesen Geistjäger gerufen und dann hat der Geistjäger zu der Frau gesagt, der die Puppe gehört hat, die Puppe geschenkt bekommen hat von ihrer Mutter damals, die Krankenschwester war. Nein, das ist keine gute Seele, das ist ein Dämon, der Zugriff auf deinen Körper haben möchte. Ich finde das so krank, Alter. So krank. Und das Ding ist, da kommt auch jede Woche ein Priester dorthin, um ja. Ich glaube, du machst Weihwasser und so auf die oder nicht? Ja, Weihwasser. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, wenn dann da kein Priester kommen würde, dass alles unter Kontrolle. Außer Kontrolle. Ja, außer Kontrolle laufen würde. Do you know Annabelle? Nein. Was? Frag. Warum achtest du so? Mach nicht so, Inga. Ich schwör, Digga. Weil die Töne. Are you a liar? Oh mein Gott. Es hat einfach mit Ja geantwortet. Es gibt zu, dass es lügt. Ich hab doch gesagt, Leute, solche Wesen lügen immer. Immer. Gesagt, dass denn das wegen deinen Ritualen, Alina. Also, seitdem du die Rituale machst, ist es da. Ich habe meine Antworten bekommen. Zwei Leute sind hier. Ein Dämon, eine verlorene Seele. Das wollte ich nicht wissen. Du hast danach und gefragt. Es hat gesagt, dass der Engel V ist. Naja, es hat die Frage nicht wirklich beantwortet. Doch, hat es. Yes. Ich wünsche Alina eine schöne Nacht hier. Ich werde jetzt in mein nicht verfluchtes Zimmer gehen.